Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier immer noch in unserem Dörfchen. Ich werde aber nur hier ganz rasch noch schnell den linken Arm reinschmeißen. Kaputter Gegenstand können erst nach der Reparatur oder so wieder verwendet werden. Ne? Untersuchen, alles nehmen. Wie können wir den denn am besten reparieren? Unbehandelt, wahrscheinlich der Werkbank, ne? Kann ich mir halt vorstellen. Dann nehmen wir das Teil einfach mal mit. Verlassen. Und gehen wir mal zur Werk... Oder müssen wir die Rüstungswerkbank wahrscheinlich direkt... Also nicht die Waffen. Oder Werkstatt, sondern ich denke mal hier die Rüstungsgeschichte. Hier vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Schauen wir mal, ob es geht. Du hast keine Rüstung, die sich modifizieren lässt. Aha. Dann vielleicht doch hier. Sehr clever. Mm-mm, da ist nur... Mm-mm. Aber die da wäre nicht schlecht, wenn wir die verbessern könnten, weil wir sehr viel Munition hätten. Was würde denn überhaupt irgendwas gehen? Mal schauen. Es wird tatsächlich was gehen. Anfertigen. Leichter Verschluss. Warte, brich mal ab. Schwerer Verschluss. Steht eigentlich, wofür das... Ach so, da auf der Seite steht's. Da auf der Seite die Werte, ne? Gewicht wäre nicht so schwer. Da wäre es sehr schwer. Wahrscheinlich dann auch mit einem Rückstoß wahrscheinlich, wenn wir Pech haben. Dann können wir aufs Maul schießen und machen uns selber bewusstlos. Das wäre super. Au weh, au weh. Automatikverschluss. Aha. Aber dafür ist der Schaden. Verbesserte Feuerrate. Unterlegener Schaden. Überlegene Reichweite. Mhm. Panzerbrecher. Oh. Aha. Für eine andere Munition. Verstehe. Kalibrierter Verschluss. Ja, der gehärteter. Hm. Boah, das ist echt schwer, ne? Müssen wir das eigentlich? Müssen wir eigentlich nicht, oder? Der Wert. Erhöht den Schaden durch kritische Treffer. Geringeres Gewicht verringert Schaden. Erhöhtes Gewicht verbessert das Schaden. Das weiß gar nicht. Lass mal vielleicht. Schau schon wieder falsch. Lass mal es vielleicht derweil. Jo, verlass mal es mal. Na gut, ich werde aber trotzdem mal vielleicht herstellen. Vielleicht können wir den Arm modifizieren. Behandeln, unbehandelt. Können wir den irgendwie. Voltec-Lackierung. Erhöht das Charisma, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Und bei der Militärlackierung erhöht die Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Aha. Und Modell A? Keine. Modell B verbessert Schaden und Energieresistenz. Aha. Naja, ich weiß nicht so recht, oder? Extras? Ohne Extras. Hydraulikarmschienen. Aha. Aber, ah da, reparieren. Hartes T. Bitte ja, reparieren. Und ausrüsten. Ja, sehr schön. Das passt schon mal, das wollte ich haben. Nein, warte. So. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das Gerät da jetzt mitnehmen soll. Ich bin mit der Bild unschlüssig. Ich denke mal... Nein, oder? Es ist eh Kotzwurf dabei. Oh, warte, da drüben. Da ist... Sag mir ein wenig, Jet. Also du. Kann ich dir mit dem dritten Auge helfen? Naja, dann gehen wir hier halt das Chat, ne? So, machen wir das eher noch schnell.
Dann J, 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 J. Einmal Chat. Wer weiß, vielleicht schon wieder falsch. Vielleicht bringt es was. Wie sehr ich gerne auf Escape drücke, um was zu verlassen. Das ist Wahnsinn. Da, ich hab was für dich, Omi. Ma'am, hast du was mit ein bisschen Kick für mich, Kind? Ja, aber ich weiß nicht, ob das gut für dich ist. Hier, eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge dem Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Du kriegst sowas nie wieder. Das ist das letzte Mal, dass du Chat kriegst. Echt. Die kriegt das nie wieder. Die alte, also das ist hier unfassbar. So, da fällt mir ein, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Was haben wir da? Bauerrüstung, okay, die wird mir angezeigt. Sprich mit den Siedlern beim Tenpins Bluff. Also da müssen wir hin. Das heißt, ich muss mich einmal kurz umdrehen und dann in die Richtung übers Wasser drüber. Okay. Ah ja, das Level Up wäre auch nicht schlecht machen, ne? Aber in was? Nee, wäre schon die Wahrnehmung, ehrlich gesagt, schon ein bisschen lieb. Um besser, also die Waffenpräzision besser zu haben. Was haben wir da? Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstahl um 25% einfacher. Mhm. Bleibt tödlich, auch aus der Ferne. Angriff mit nicht automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Das ist aber auch nicht schlecht. Das wird mir echt gefallen. Boom. Und haben wir schon gelernt. Nächster Rang. Das geht auch schon. Tatsächlich. Oh, warum geht das? Angriff mit automatischen Verfügung zu ursachen 40. Nochmal 40. 80. Dürfen wir das echt? Und fertig. Das geht. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen doppelten Schaden. Ignoriert 30% des gegnerischen Rüstungswerts und haben eine von 2% erhöhte Chance auf Verkrüppelung. Das ist aber nicht schlecht. Das geht da auch schon. Ich glaube, das geht da auch schon. 50%, 75%. Stimpacks stellen die Gesundheit vollständig wieder her. Und Red Away entfernt die gesamte Strahlung. Okay. Das geht auch schon nächster Rang? Warum geht das alles? Warum darf ich das machen? Ich meine, ist cool, aber bin gerade leicht verwirrt. Ach so, man kann das vorhersehen. Man kriegt es nicht wirklich. Ah, jetzt verstehe ich das. Ach so. Das habe ich mir gerade gewundert. Das wäre voll unfair, ne? Einmal geskillt und kannst schon fertig machen alles. Nee, dann passt schon. Alles okay. Alles okay. Alles so gut. Wir müssen einmal Kehrtmarsch machen. Also die Richtung. Circa in etwa. Burschen, Mädels. Kümmere dich gut um deine Waffe. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Ja, mach mal. Das heißt hier lang. Und dann ungefähr darüber, glaube ich. So, alle hopp. Marschieren wir mal los. Ist Cotsworth bei uns? Da kommt er schon. Unser treuer Freund. Können wir schwimmen? Können wir normal, ne? Hoffe ich halt. Wasser trinken. Wow. Nicht gut. Aufregend, all das doch ist. Überleben wir das, wenn ich darüber schwimme? Vielleicht an einer etwas anderen Stelle. Vielleicht hier oder so. Vielleicht sollte ich es hier probieren.
Da ist es nicht so weit. Wow. Hui. Passt. Komm mit, Kotzi. So, dann schauen wir nochmal gleich nach. Sind wir denn richtig? Nein, komplett nicht richtig. Aber wir müssen ungefähr... Ja, ich musste ein bisschen so komisch laufen. Das heißt, wir müssen da lang. Wow. Was bist denn du? Bist du ein Hirsch? Ein Lamm? Wow. Alter. Hey, bleib stehen, du Mistviech. Treffe ich überhaupt mal was? Alter, die ist mir voll angegangen. Blöde Kuh, ich wollte die noch mal anschauen. Ihr dürft euch jederzeit ergeben. So eine blöde Kuh. Was haben wir denn da? Kann man das... Ja, Patronen. Wir haben Fleisch und Bohnen. Leere Milchflasche. Haarklammerbox. Blechdosen. Pistole. Lässiges Outfit. Auf wen ballerst denn du, Raider? Wo kommt jetzt ein Raider her? Au! Alter! Können wir da... Kotzwürf. Da ist noch einer. So, du nippelst jetzt ab. Ein Kampfhund. Na, dann gehen wir's an. Das hat super hingehauen. Das hat super hingehauen. Echt, also... Kann ich nur sagen, super gemacht. Na, geht nix? Geht nix. Okay, der Hund ist erledigt. Blödes Drecksviech. Hundehalsband. Vielleicht können wir das unser Hundilein schenken. Patrone, Pistole, Lederrüstung, Sackkapuze und Lederkombi. Da, du, was hast du? Kotzwerf, hast du ihm gerade die Hand abgeschnitten? Das tötet Leute. So, zwei von denen und ein Köder, das müsste passen. Alter Kotzi, ne? Unfassbar. Ich habe jetzt irgendwie die Orientierung verloren. Ich muss mal kurz nachschauen, wo wir sind. Ah, das passt ja. Das ist gar nicht so schlimm. Passt. Jetzt schauen wir uns weiter um, ne? Was haben wir da? Ah, so ein mutierter Köter, ne? Also eine Maulwurfsratte ist das, hoppla. Ja, schaut ja gleich aus. Ja. Was haben wir hier? Barfoot. Und... Maulwurfsratten haben. Da hat jemand... Ah, das werden die Raider gewesen sein. Brahminleder. Metalleimer. Armes Viech. Aber das scheint, glaube ich, eher ein böses zu sein, oder? Nein. Nein, das ist die Kuh, genau. Mutierte Kuh, genau, das war die. Ein Schlafsack, schau. Ach so, wir können da schlafen. Warte, ist, glaube ich, ist Not? Ja, eine Stunde vielleicht, okay. Wer, jetzt ist schon wieder Nacht? Das, stimmt das? Alter. Von dem Ding haben wir alles. Köder wollte ich schon sagen. Da ist es gar kein Hund. Da ist sonst nichts scheinbar. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so gesund ist, in der Nacht sich fortzubewegen. Deshalb, da ich die Hosen voll habe in der Nacht, ne? Wo ist denn jetzt der Schlafsack? Werde ich bis 6 Uhr morgens, das heißt 10 Stunden. Okay. Das warte ich nochmal schnell ab, weil in der Nacht ist nicht gut, wenn wir uns fortbewegen müssen. Erstens wegen der Sicht und zweitens könnte der Feind uns leicht aufspüren. Das will ich ganz und gar nicht haben. So, und mit dieser Ausgangsposition, sage ich mal, geht es uns hoffentlich leichter. Oder besser, wie auch immer. Boah. Dam, da, 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 dam. Feind?
Gibt's Feinde? Was ist das? Pilze? Leuchtender Pilz, okay. Nehmen wir mit. Mhm. Ja, das dachte ich mir schon. Ne? Pilze, Beeren, also die Natur. Du kannst der Natur antun, was du willst. Sie wird immer wieder aufs Neue erblühen. Mit neuen Möglichkeiten wird sie arbeiten. Viel schneller, als es ein Mensch jemals könnte. Wenn uns da so eine Katastrophe wie hier die Atomgeschichte passiert, kommen wir nicht so gut damit zurecht. Ausgrabungsstätte. Weh, mach nicht so einen Krawall. Das wäre eine Blume. Bin ich denn da immer noch richtig? Tatsächlich, da ist eine Ausgrabungsstätte. Huch, falsch, wieder falsch. Da, so, jetzt aber. Ob das gut ist, wenn wir uns da ein bisschen umschauen? Was? Da wird geschossen. Warum, wieso, weshalb? Blümchen. Wer schießt da auf wen? Boah, boom, ne? Du bist hin, du Arschloch. Wo ist der wer? Wo ist denn wer? Da oben? Hey, das ist eine Raunz. Wow. Wow, Alter. Na, nicht der Ernst jetzt, oder? Wieso können die immer mit Bomben schmeißen, die Ferkel? Ist ja unfassbar, ey. Ach, Herrschaftszeiten. Ist ja wahr. Ich finde es gerade nicht schön. Gott sei Dank sind wir da. Ich finde es gerade nicht schön. So, ein bisschen mit Tempo jetzt. Es ist ja unfassbar, ne? Ich habe ja auch ein Ziel, ne? Ich treffe ja aus 100 Kilometer Entfernung. Unfassbar. Blümchen. Da vorne, ne? Da ballert doch wer. Ist das ein Hundsviech? Tatsächlich. Was ist denn da los? Was für eine Pamorolle. Yeah. Ne? Das war gut. Du Kackviech. Da ein Musterhalstuch. Aha. Was ist hier? Nichts mehr. Was ist da? Aha, der hat gegen so eine Blähfliege gekämpft. Und die kämpfen da gegen wen? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Vorsichtig, jawohl. Wir sind versteckt. Ja, aber wie hat die mir jetzt entdeckt? Oder wo? Wo steht die Alte? Wo steht die Kuh? Da oben! Dein Kopf wurde verkrüppelt. Behebe deine Sichtbehinderung, indem du dich mit einem Stimpack heilst. Ich bin einmal weg da, ne? Nicht, dass wieder was explodiert. Sind das? Wie gibt's denn das? Wo schießt denn da wer? Alter! Dann eben darauf, ne? Meine schönen Erfahrungspunkte, blöde Kuh. Warst du das gerade? Hey, meine Erfahrungspunkte. Marvel's Leder Zähne. Eine Pistole. Ist das gerade eine Raider-Hand? Alter Schwede.
Pfui, Cotsworth. Pfui. Echt. Naja, die alte. Alter, das wäre fast da runter. Alter. Weh, Hilfe, ich kann mich da nicht schützen. Au! Cotsworth, du bist mit deinem Weg. Ich muss mich mal verstecken, da ungefähr irgendwie so. Wow. Hundefutter in Dosen, okay. Supi ist das, echt super. Aha. Von wo schießt dieses Arschkind, echt? Wo versteckst du dich? Was? Da unten? Ich sehe den Trottel nicht. Was? Ich sehe nicht einmal einen Schatten von ihm und der kann mir einfach so abballern, ne, die Sau. Da drüben versteckt er sich. Was? Wie bitte versteckt sich der denn? Du Krüppelkind, echt? Da, geht sich das aus noch? Nein. Wo ist denn der Kerl? Hallo? Da. Du Arschgeige. Au. Alter. Treffe ich überhaupt mal was? Aber irgendwas Gutes, wenn es zum Explodieren ginge. Verblempe nur meine Munition, echt. Wow. Alter. Vollpfosten da. Jawohl. Arschkopfblöder. Geht ja. Da haben wir alles, ne? Da fehlt nichts. Nein. Da haben wir alles mitgenommen. Passt. Dann ist hier noch was. Na, Wodka, dass es sowas gibt, ne? Das Wasser für die Russen. Es soll keine Beleidigung sein. Aber das ist halt so, wie man es bei uns erzählt, ne? Ihr seid halt mehr die Härteren. Ihr verträgt sowas. Wir brauchen Wasser, dass wir das hinkriegen. Ihr seid halt da viel abgebrühter und abgehärteter als wir sind. Ja, ja. So schaut's aus. So, du Arschkopf, wo bist denn du jetzt gestorben? Da drüben irgendwo, ne? Meine ich. Da. Oder? War das nicht hier? Du müsst doch hier verstorben sein, oder? Na, toll, hinter mir. Super, Schrottpatronen, doppelläufige Schrotflinte plus Raider-Rüstung und Raider-Leder. Gut, haben wir das jetzt geschafft hier? Stützpunkt eingenommen. Nein, keine Ahnung. Ich schaue mich mal kurz um, ob es hier noch irgendwas gibt für uns. Hier, was haben wir da? Einen Toaster. Und einen, na, eine Matratze zum Schlafen. Aha, okay. Den Schraubenzieher. Also haben wir quasi hier wieder ein Schlafplätzchen. Ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten so irgendwie hier drin vielleicht. Ah, eine Werkbank. Mhm. Ein Spind, der ist leer. Dann haben die Raider schon erfolgreich ausgeräumt. Aha, wieder ein Chat. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob ich den der Oma geben soll. Okay. Ich hoffe, wir gehen da nicht in irgendwas rein, was uns dann das Genick brechen wird. Ich schau einfach mal. Aha.
Ob das so gut ist? Das Zeug, können wir das irgendwie... Ui! Okay. Wow, geh weg! Kotzwurf? Autsch! Wirklich niemand mehr etwas von ausreichender Bedeutung? Geht's jetzt? Hätte ich das runterballern können? Nö, war nur ein Test. Löscher. Gut, nehmen wir mit. Was ist denn das hier eigentlich für ein komischer Raum? Dann Schraubenzieher. Redaway und Daddy Bear. Okay. Was haben wir hier? Das Übliche. Was haben wir da? Da ist nichts. Was haben wir hier drinnen? USAF. Satellitenstation. Olivia. Passwort erforderlich. Aha. Na schön. Sony. PlayStation. Sonix. Visage vielleicht. Nein. Vielleicht das hier. Nein. Das hier. Auch nichts. Wirklich vielleicht das. Nein. Oh, geht nicht mehr. Darf ich nicht mehr. Ist kaputt, oder? Na, echt jetzt? Dieses Terminal wurde gesperrt. Echt jetzt? Also in 10 Sekunden. Dann darf ich wieder. Okay. Dann schauen wir da mal da rein. Lötlampe. Was haben wir noch? Reagenzglashalter. Hinkrempel. Abraxo-Putzmittel. Abgenutztes Klemmbrett. Mülleimer. Okay. Was haben wir da eigentlich? Können wir da... Da ist überall nichts drin. Boah, ey, ne? Irgendwie ist das da voll gruselig, ein bisschen. Was? Was? Ich? Oh. Geh verreck doch! Du Saufich! Alter! Warum müssen Sie sich immer wehren? Komm schon! Streng euch nicht zusammen! Tja, schön, ne? Da drüben war auch einer. Alter Schwede, ne? Ey, was ist mit mir los? Jetzt ist mir schwindelig. Der eine ist einmal hin. Da ist der nächste Krüppel. Irgendwie... Wow! Was zum Teufel? Also Kotzwurf, ne? Alter, du Drecksau. Bringst du überhaupt was? Erwische ich den Krüppel? Alter, wir sind schon wieder schwindelig. Ich sehe nichts. Patronen, Pistole, Rüstung. So, das sind die üblichen Verdächtigen halt, ne? Hat's was gebracht? Ich glaube, ja. Du versteckst dich hier irgendwo. Alter, was? Wow, aua! Geh, komm auf die Seite, Kotzi! Wow! Alter, diese Misskuh! Was machen wir denn jetzt? Der arme Kotzwurf. Keine Ahnung. Ist in Schwierigkeiten. Super. Wo ist denn da wer? Na, ich bin in Schwierigkeiten. Also ich glaube nicht, dass ich da sein sollte.
Ich glaube nicht, dass wir schon da sein sollten. Ich gehe da wieder raus. Machen wir das später vielleicht. Das haben wir jetzt eh auf der Karte. Sicher mit einer Quest dann auch verbunden, würde ich mal meinen. Da wäre es vielleicht besser, wenn wir uns jetzt unserer eigentlichen Quest widmen. Hopp, hopp. So, also mal raus hier. Und jetzt muss ich mal schauen, wo müssen wir hin. Okay, passt, geradeaus. Alles klar. So, wow, einmal nicht verrückt. Mua. Was war denn das jetzt, ey? Alter, meine Nerven. Wie geht denn das? Ich habe ja nichts gemacht. Ja, toll. Okay. Mehr, du blöde Ratte. Hat da wer die Ratte mit einem Dings versehen? Mit einer Bombe? Ich glaube, ich spinne. Wer macht denn sowas? Aber die jetzt schön zerrissen. Alter, die hat nicht gewusst, was das für ein blödes Gebiebe ist. Ja, es ist ja unglaublich, sowas. Ist hier noch was drin? Nein. Ich glaube, in die Richtung mussten wir, ne? Oder müssen wir? Also Sachen gibt's. Unglaublich. Hm, eine Blume. Da unten in der Badewanne ist was drinnen, glaube ich. Jawohl, Klebeband, verstellbarer Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Ja, von Schlaubeschlumpf. Sind wir da richtig? Ja, sind wir. Also irgendwie da in die Richtung runter hier, ne? Boah, ey. Gibt es hier auch irgendwelches Getier? Ja, gibt es. Jetzt vielleicht? Was ist denn da? Das ist ein Köter. Jawohl. Was war das? Was war das? Das war ein Hund. Na stirb doch, du Saufig. Wow. Kotzwurf. Das war gut. Na, wenn du denkst, was mir da alles für Klumpert eigentlich fressen, ne? Also wir Menschen. Naja, was soll man machen? Wir sind auch nur ein Raubtier, ne? Ist jetzt Ruhe? Nein, ist nicht. Vielleicht geht's ja. Können wir den da irgendwie... Ich fürchte nicht, dass man den recht gut anvisieren kann, ne? Ich lade da mal nach. Ah, hallo. Was? Hallo? Wo? Was? Hast du was entdeckt? Da ist halt auch nichts, ne? Der eine Köter geht mir gerade am Nerv. Da ist er. Du schießt mich, Viech. Na, wo ist er denn? Da ist er. Ha, ah, ah. Ist schon hin. Sehr schön. Kaputte Lampe, okay. Was haben wir hier? Rumpflasche. Ja, die kann ich dann eh bald brauchen. So, was haben wir da? Red Away und Blechdose. Was haben wir da, da, da? Da ist nicht viel. Ist hier was drin? Schaut nett aus. Dass das da viel Gerümpel herumliegt. Das ist ja Wahnsinn irgendwie. Verständlich, aber wahnsinnig verständlich. Matratze, sollen wir schlafen? Eine Stunde? Ich hoffe, dann ist nicht wieder... Abend, nein, nein, passt alles. Wieder mal auf die Karte schauen. Ja, ja, passt noch.
Ein bisschen hier rüber und dann geht's schon. Na, aufladen. Also nachladen, so muss ich sagen. So, ist gut. Oh, eine neue Blume. Schlammbohne. Okay. Ist das vielleicht auch was fürs, für den Ackerbau? Das wäre super. Aber diese Beeren gibt es nicht wirklich, ne? So. Ich glaube, wir sind dann schon noch gleich am Ziel. Boah, was ist denn das für eine Bruchbude hier? Was? Ah, das sind schon wieder diese ekelhaften Viecher. Ja, du Kakerlaken-Scheiße, du. Ah, würdest du abnippeln? Ist er gestorben? Kackviech. Hin? Ja, ist hin. Echt, wahr? Wo? Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Irgendwann finde ich dich. Wo ist es hin, das Viech? Viech? Aha, da bist du, Walter. Ich spüre übrigens keinen Schmerz. Und ist schon hin. Nein, also du kannst nichts machen. Nix. Der macht das einfach alles kaputt. Unfassbar. Wieder ein Dreiradler. Hier ist nichts, außer eine Badewanne. Eine Matratze. Gut. Dann müssen wir weiter, ne? Welche Richtung? Das passt eigentlich schon. Sprich mit den Siedlern bei Tenpins Bluff. Ja, aber irgendwie ist da niemand. Da unten vielleicht? Kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen. Da drüben vielleicht schon eher bei dem Häuschen. Oh, da! Was baut ihr denn da an? Oh, Tattoo-Pflanze. Ja, oh, hallo. Also ist hoffentlich kein Ärger. Nein, aber darf ich mir da was nehmen? Ich nehme einfach mal. Das reicht schon mal. Hallo, darf ich rein? Also, reden? Keine Panik, ich bin ein Freund. Was alles okay. Du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Das nicht, das glaube ich schon, aber wir wollen nur euch helfen. Also, ne? Hast ihr habt's gerufen. Hast du nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Hm, und wo liegt das Problem? Gibt's irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Okay. Werdet ihr euch den Minutemen anschließen, wenn ich das hier geschafft habe? Wärt ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Du bist ein Arsch, oder? So ein bisschen schon, oder? So eine fiese... Hast du das gehört, Cotsworth? Ja, wo müssen wir jetzt dahin? Diese Bastarde umzubringen? Hier runter? Töte die Raider im Waldenbond. Waldenbond. Okay, also, boah, da müssen wir aber weit hatschen. Das ist aber nicht nett. Können wir uns da schon? Nein. Museum der Freiheit. Wir könnten uns eigentlich hierher borden, ne? Ja, bitte. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler, aber es müsste passen. Immerhin, normalerweise bei solchen Sachen wie hier, ne, wird sie dann theoretisch gespeichert. Und von da aus können wir jetzt drüber hatschen, ne? Das müsste ja passen.
So. Gut, das heißt, ich denke mal in die Richtung dann, ne? Ich muss immer nachschauen, es tut mir leid. Ja, ja, das passt schon. Die Richtung ist gut. Die Richtung ist sehr gut. So. Dann fangen wir mal an zum Hatschen. Ich soll vielleicht auch mal nachladen. So, ja. Und dann versuchen wir unser Glück einfach mal, oder? Würde ich sagen. So, da ist alles zu. Da kommen wir sowieso nicht rein. Du kommst da nicht rein. So, dann wahrscheinlich die Richtung. Gibt es da irgendwas für uns zu mitnehmen? Da vielleicht? Nein. Ah, ich bin ein Trottel. Da oben in dem Dorf gab es ja eine Mutenbeere, glaube ich, ne? Also diese diese komische, ist ja wurscht. Die hätte ich können einpflanzen zu Hause im. Schau mal. Hallo. Na servus, geht's euch gut? Was willst du hier? Willst du handeln, ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Alles zusammen. Drohen, um Gottes Willen, nein. Handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Oh, ich habe von allem etwas. Vor allem eine Kuhschnauze im Bauch. Beton, Bier, die hat sogar Bier. Alter Schwede, volles Bier. Oha. Blutpaket. Bufffood. Eichhörnchen am Stiel. Fusionskern könnte man auch kaufen. 100 Ladungen. Wow. 550 oder was will sie haben? Nein, 240 will sie haben. Oder was? Nein, hat sie insgesamt. Ach so, wenn wir was verkaufen, ist klar, ne? Dann kriegen wir Kronkorken dafür. Gelber Pilotenhelm. Gemütliches Kissen. Okay. Chat könnte man auch kaufen. Karotte. Eine Karotte wäre halt geil, oder? Was würden die denn kosten? Minus 8, ja, das ist misswert. Koch, oder... So irgendwie in der Art. Waren es jetzt minus 8? Ist ja wurscht. Küstenwachenmütze. Okay. Küchenwaage, Ladung Öl. Macheten gibt es auch. Aha. Rattenfleisch, Seife, Silberteller, Splittergranaten, na servus. Tattoo, haben wir jetzt nochmal welches? Teekessel gibt's auch. Ja, guter Tee. Das hat schon was. Zementsack hier, okay. Vergoldetes Sturmfeuerzeug, brauchen wir nicht. Ich glaube, das passt derweil einmal für Abbrechen, ja. Ich glaube, für Dingens haben wir momentan genug. Für den Ackerbau. Ja, und der Part ist leider auch zu Ende. Na gut, dann werden wir im nächsten Part uns hier einfach noch ein bisschen umschauen und hoffen, dass wir die Raider dann recht gut plätten können. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!